Herzlich willkommen zum Überblick. Genau, ein kleines bisschen Revolution. Auch heute wieder an diesem Sonntag. Schön, dass ihr alle dabei seid. Dank euch schon mal direkt von Beginn an für den Support. Wir sind am Start und haben heute den Überblick parat. Das war ein Reim, sehr gut. Vielleicht sollten wir jetzt immer einfach, ne? Weißt du, wenn ich die Intros bei den Folgen mache, kannst du vielleicht den Reim der Woche zum Überblick bringen. Um direkt mit Schwung reinzukommen, weil es geht ja auch darum, wir wollen nicht viel rumlabern beim Überblick, sondern wir sollen direkt reinstarten. Das wollen wir. Lass uns das auch machen. Und wir starten mit dem Thema, was die Welt bewegt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Wir haben ja in deiner Abwesenheit haben wir ja schon darüber geredet, über das Thema ein bisschen, also Alfred und ich. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast im Nachhinein. Nee. Bist du zugekommen? Nee. Ja, da haben wir auf jeden Fall ja schon einiges an Analyse geliefert im Vorfeld. Und wir haben ja auch kurz schon mal im letzten Stream das Ganze angeschnitten. Aber es gibt sicherlich noch ein, zwei, drei andere Dinge zu sagen zu dem Thema. Ja, ich weiß gar nicht, worüber ihr alles gesprochen habt. Aber ich denke mal, das Besondere und das, was Trump jetzt auch zum Tanzen animieren kann, ist, dass er ja wirklich aktuell jetzt die Möglichkeit hat, in dieser Legislaturperiode durchzuregieren. Richtig. Also es ist ja auch ein gigantischer Erfolg für ihn gewesen, auch wenn er ja gar nicht besser abgeschnitten hat als bei seiner ersten erfolgreichen Kandidatur. Aber Kamala Harris hat so schlecht abgeschnitten, dass er jetzt seit George W. Bush der erste Präsident ist, der erste republikanische Präsidentschaftskandidat, der es mal wieder geschafft hat, auch in absoluten Wählerzahlen den Sieg davon zu tragen und nicht eben nur über die Wahlmänner, über das Electoral College. Ja, und auch bei jetzt hier aller lustig anmutenden Hintergrundbebilderung. Es ist ja wirklich richtig krass. Also wir haben ja immer davon geredet auch, okay, es bricht jetzt halt nicht irgendwo der Faschismus aus, nur weil ein Rechter bis Rechtsradikaler an die Macht kommt. Der Faschismus war ja auch nicht ausgebrochen beim ersten Mal, wo Trump an der Macht war. Und in Italien ist es auch noch nicht passiert, etc. pp. Aber ich bin der festen Überzeugung, die zweite Amtsperiode von Trump wird auf jeden Fall nochmal eine deutliche Spur drauflegen zu dem, was wir in der ersten erlebt haben. Ja, ich meine, was man ja schon sagen muss, ist, dass wir jetzt ein bisschen in so eine Situation kommen könnten, wie das, was wir auch mit Netanyahu gesehen haben, dass es einfach auch eine ziemliche Verschärfung der Rhetorik aufgrund von persönlichem Interesse gibt. Ja. Also das war ja schon echt wild, wie die erste Legislaturperiode von ihm abgelaufen ist, gerade zum Ende hin. Und das sind ja immer noch viele ungeklärte Rechtsfragen, was ihn angeht. Und es wird ja immer noch eben darüber debattiert, inwiefern er eigentlich juristisch belangbar sein soll. Und sagen wir mal so, er hat auf jeden Fall in seiner Rhetorik auch wieder angezogen, was so die Säuberung des US-Staats von Feinden angeht. Und gerade das FBI macht ihm ja auch zu schaffen. Und da ist er auch echt kein großer Fan mehr von. Es wird auf jeden Fall interessant zu gucken, was da passiert. Die Frage ist ja jetzt schon, was Nightmare Reality auch schon geschrieben hat. Glauben wir auch, dass die USA jetzt ein Failed State wird? Nein. Nein, genau. Ich habe tatsächlich auch von sehr vielen Leuten, die ich auch eigentlich politisch sehr schätze oder tatsächlich auch bei mir an der Universität, Professoren, die natürlich sehr involviert sind in so US-amerikanische Politik, weil es einfach das ist, was sie dann auch teilweise lehren. Auch ein Prof von mir, den ich sehr nett finde und für politisch eigentlich auch sehr, sagen wir mal, gut gewählt in seinen Ansichten und so empfinde, der dann trotzdem, obwohl er auch einen Background in US-amerikanischer Rechtsprechung hat, jetzt sehr überzeugt davon ist, dass das die letzte Wahl ist,
die jemals in den USA stattgefunden hat. Und dann auch immer betont. Wenn es Atomkrieg gibt, dann. Ja, er bezieht das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das damals auch mitbekommen hast. Trump hat ja gegenüber den evangelikalen Christen gesagt: Geht jetzt noch einmal für mich wählen, das ist die letzte Wahl. Ihr müsst nur noch einmal wählen. Und dann nicht mehr. So. Das haben halt viele Leute dann natürlich so aufgefasst, dass er die Demokratie abschaffen will. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das eher ein Versuch war, evangelikale Christen da nochmal zu ermutigen zu wählen, weil es ist tatsächlich so, wir sprechen ja oft darüber, über die evangelikale Wählerbasis, und es wird sehr viel darüber geredet, dass die sind, die vielen republikanischen Präsidenten eben zum Sieg verhelfen. Es ist tatsächlich so, dass evangelikale Christen gar nicht die demografische Gruppe sind, die jetzt besonders intensiv wählen gehen, sondern die schon eigentlich recht viel Ermunterung und Arbeitsaufwand bedürfen, dass sie halt massenhaft wählen gehen. Und das war eben der Versuch da. Und ich glaube auch, dass das eher dann eben ein Reinspielen in deren, die mögen ja einfach diese apokalyptische Rhetorik. Ja, klar. Und es gibt ja einfach einen guten Teil eben dieser evangelikalen Christen, die wirklich davon überzeugt sind, dass in den nächsten Jahren es zum zweiten Kommen von Jesus Christus kommen wird und dann die Endzeit eben eingeläutet ist, und dementsprechend verfängt so eine Rhetorik natürlich. Und ich glaube, dass das eher sowas ist, weil was man bei den Vereinigten Staaten nicht vergessen darf, ist, dass es, weil es eben auch der mächtigste Staat der Welt ist, ist natürlich in allen politischen Lagern unfassbare Geldressourcen gibt und unfassbare Verankerungen in den Sicherheitsorganen. Und da jetzt einfach so die Demokratie mal während einer Präsidentschaft abzuschaffen, kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Ich glaube auch einfach, dass es dafür, es ist gar nicht nötig. Ja, ja. So, es ist einfach nicht nötig, wenn wir uns angucken, was gerade schon in den USA passiert. Und deswegen, ja. Das, was eben neben dem, was Gringo schreibt, dass es deutliche Rückschritte geben wird in so Klimafragen, Gleichstellungsfragen, auch wenn Trump ja in dieser Gleichstellungsfragengeschichte zumindest zum Thema Abtreibung ja auch von einer sehr starken Hardliner-Richtung abgerückt ist. Das hatte ich mit Alfred unter anderem besprochen, dass er da auch innerhalb der Partei eben einen Kursschwenk gemacht hat, den er auch durchgesetzt hat. Also jetzt nicht, sondern dass halt die einzelnen Staaten das für sich selber entscheiden und nicht, dass es halt ein allgemeines Abtreibungsverbot jetzt für die ganze USA geben wird. Sowas wird es halt nicht geben. Genau, und da ist er ja, glaube ich, auch der erste republikanische Präsidentschaftskandidat. Ja. Also jetzt von den modernen Republikanern, der das eben auch so in seinem Wahlprogramm verankert hat. Deswegen muss man da schon genau hingucken, ne, was das jetzt alles konkret bedeutet. Aber neben diesen tatsächlich ja, Verschlechterungen, die einfach kommen werden, die wahrscheinlich auch nochmal dramatischer sein werden, als das jetzt unter Dan Harris irgendwie der Fall gewesen wäre, ist es, denke ich, viel, wird es auch darum gehen, für ihn tatsächlich den Versuch zu wagen, seine Macht länger zu erhalten als über diese 4 Jahre hinaus. Also ich glaube schon, dass er diesen Versuch jetzt unternehmen wird, einfach den Staat auch so umzubauen, dass es einfach schwieriger werden wird, ihn vielleicht loszuwerden. Es ist die Frage, ob das jetzt halt gelingen wird, aber er wird auf jeden Fall Versuche unternehmen. Das hat er ja auch schon entsprechend angekündigt, und das ist natürlich brandgefährlich, gerade wenn wir über den mächtigsten Staat der Welt sprechen. Ja, es ist natürlich schon so, dass er viel darüber geredet hat, dass es eben zu mehr möglichen Amtszeiten kommen soll. Wo ich tatsächlich aber auch irgendwo verstehen kann, dass es ja, wenn es dann eben aus Deutschland so eine große Angst darüber gibt, irgendwo auch so ein bisschen eine gewisse Doppelmoral ist, weil ich meine, wie viele von uns sind unter Merkel geboren, unter Merkel in den Kindergarten gegangen, unter Merkel in die Schule gegangen. Ja, Merkel längere Amtszeit als Hitler, ne? Ja, also das ist halt, finde ich, dann schon immer so, und das ist ja jetzt, also Merkel ist natürlich schon ein herausragendes Beispiel da, aber also wir müssen ja einfach in der modernen westdeutschen bundesrepublikanischen Geschichte jetzt gar nicht so viele Kanzler auswendig lernen, um alle aufzuzählen. Das ist halt so die Sache. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es irgendwie toll wäre, wenn
Trump einfach seine Machtbasis aufbaut, weil darum geht es natürlich, dass Trump schon eine Verschlechterung hin zu jetzt Joe Biden und Kamala Harris darstellt. Genau. Sonst generell, das haben wir auch in der Analyse so ein bisschen besprochen, wird sicherlich auch jetzt wieder stärkere Gegenentwicklungen zu Trump geben. Da war die Analyse, die wir gemacht haben, dass es unter Biden auch sehr starke gewerkschaftliche Kämpfe gab, aber unter Trump sehr viel mehr so Kämpfe, feministische Kämpfe, Antidiskriminierungskämpfe, antirassistische Kämpfe, Black Lives Matter und so, das war ja auch in seiner Amtsperiode. Und da kann man, denke ich, auch wieder von ausgehen, dass es einfach auf diese, ja, oftmals dann rassistische, sexistische Politik, die dann Trump noch stärker fokussiert, dann auch entsprechende Gegenbewegungen geben wird, dann außer Linken. Und das wird auch, denke ich, sehr spannend sein, das zu beobachten. Definitiv. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass Trump es geschafft hat, in seine Bewegung eben auch neue Bevölkerungsschichten einzubinden. Also gerade, ich hatte mir auch mal die Aufdröselung der einzelnen Wählergruppen angeschaut. Ja. Was natürlich eine Sache ist, ist, dass es die Polarisierung zwischen Männern und Frauen einfach gibt. Dass mehr Frauen jetzt Kamala Harris gewählt haben, mehr Männer Donald Trump. In einer, bei der weißen Bevölkerung ist es tatsächlich auch so, dass da jetzt gar nicht der Unterschied so stark war wie bei anderen Gruppen. Was besonders stark war, war, dass er bei generell Latinos, aber vor allem männlichen Latinos sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Ja. Also da gab es eine ziemlich starke Veränderung, was unter anderem auch einfach mit der unterschiedlichen Zusammensetzung jetzt der Migration aus Lateinamerika und generell der Migration zu tun hat. Während es ja vor eine primär eben mexikanische Migration in die Vereinigten Staaten gab und es da eben noch sehr viel Solidarität unter den mexikanischen Amerikanern, die eben Großteil der Latinos dargestellt haben, mit den Leuten dann auf der anderen Seite der Grenze gab und man deswegen auch gegenüber Migration eigentlich eher positiv eingestellt war und auch viel in Solidaritätsgruppen und so gearbeitet hat, ist es ja so, dass sich das einfach stark verändert hat. Die Migration ist deutlich internationaler in die Vereinigten Staaten und es gibt viel mehr Leute aus Zentralamerika und also vor allem beispielsweise Staaten wie Guatemala, Honduras oder El Salvador. Und da hat sich das einfach verändert und es gibt jetzt deutlich mehr Latinos in den Vereinigten Staaten, die natürlich jetzt auch dann in den Vierteln beispielsweise leben, wo jetzt die neuen Latinos hinzuziehen und die deswegen eben eine negativere Einstellung gegenüber Migration haben. Und deswegen dann auch verstärkt eben zu Donald Trump übergelaufen sind. Neben natürlich auch so kulturkämpferischen Fragen, die auch bei einigen Bevölkerungsgruppen gefruchtet haben, die vorher jetzt nicht für einen republikanischen Kandidaten zugänglich waren. Ja, darüber hinaus, was man vielleicht auch noch abschließend von mir aus sagen kann, was mir noch einfällt, wir hatten ja auch eine Reaction jetzt vor ein paar Tagen gemacht zu der, ja, auch so einer Aufrüstung von so auch antifaschistischen Gun Clubs. Und ich denke auch, dass in den USA das ein so ein Szenario oder so eine Situation ist, die man auch nicht unterschätzen darf, dass es durch diese Polarisierung der Politik auch jetzt über so viele Jahre ist, einfach auch sich da schon was auch zusammenbraut. So, das muss man, denke ich, auch sagen. Ich finde es immer super schwer zu bewerten, wie realistisch jetzt irgendwelche Szenarien sind, dass es da größere, auch bewaffnete Auseinandersetzungen, also jetzt irgendwie so ein Bürgerkrieg oder so, das glaube ich halt nicht. Das ist einfach, an dem Punkt sind wir einfach noch lange nicht, aber dass es auch mal größere bewaffnete Auseinandersetzungen auch mal im Kontext von Demonstrationen oder sowas geben wird, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir mehr solcher auch brutaleren Gewalttaten und Auseinandersetzungen in der Bevölkerung sehen werden. Das ist, glaube ich, schon ein realistisches Szenario leider. Ja. Wegen dieser Polarisierung der Politik und dieser Zuspitzung, die da betrieben wird. Absolut. Man darf ja auch nicht vergessen, dass natürlich die Trump-Bewegung in der Opposition jetzt auch nochmal radikalisiert und gewachsen ist. Ja. Das ist ja auch einfach die Sache. Und da kam ja auch nochmal viel mehr mit Verschwörungsideologie während der Corona-Jahre, mit QAnon, einfach sehr viel dazu, was natürlich die Leute auch nochmal stärker radikalisiert hat. Und ich finde, man merkt auch zu einem gewissen Grad, dass auch die Rhetorik
in vielen Fällen sich auch nochmal zugespitzt hat. Ja, und auf der anderen Seite gab es halt auch einfach 2 Mordversuche auf Trump während des Wahlkampfs. Also ja, daran merkt man ja schon, das ist halt ja schon auch krass gewesen, ne? Das kommt auch noch hinzu. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Was ich aber irgendwo, was auch einen positiven Effekt haben kann, ist, dass einfach mit der Regierung, die unter Trump jetzt zusammengestellt wird, mhm, und auch diese Fotos, die ich gesehen habe, also von Trump mit RFK Jr. und Elon Musk, wie sie dann in der Air Force oder in der Trump Force One dann gemeinsam da McDonald's gegessen haben. Also es ist halt auch einfach so, dass diese Regierung eine unfassbare Villain-Energy hat, also so richtig so Bösewicht jetzt schon so überkommt. Mhm. Also du hast diesen wirklich für viele Leute ja Faschisten, der da mit diesem Verschwörungsideologen und dem wahnsinnig gewordenen einem der reichsten Männer der Welt dann irgendwie da sitzt und die wollen jetzt zusammen dieses mächtigste Land der Welt führen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass einfach schon wie zugespitzt diese ganze Bilderwelt, diese Ästhetik, die Trump um sich und seine Bewegung aufgebaut hat, dass das schon bei vielen Leuten auch einfach zu einem Mobilisierungsmoment führen kann. Ja. Ansonsten hört gerne nochmal in den Input von Alfred immer so rein, der wirklich spannend ist, und in unsere Reaction vom letzten Mittwoch. Wir springen weiter und zwar sprechen wir über Maori-Proteste im neuseeländischen Parlament und da schauen wir mal zuerst hier in den Beitrag einmal rein. Protest im Parlament von Neuseeland am Donnerstag. Mit einem traditionellen Hakka-Tanz unterbrachen Maori-Abgeordnete die Abstimmung über einen umstrittenen Gesetzesentwurf, mit dem ein 184 Jahre alter Vertrag zwischen der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien und den indigenen Maori neu interpretiert werden soll. Der Vertrag wurde erstmals 1840 zwischen der britischen Krone und mehr als 500 Maori-Häuptlingen unterzeichnet und legt fest, wie die beiden Parteien regieren wollen. Die Auslegung der Klauseln des Dokuments ist auch heute noch maßgeblich für die Gesetzgebung und die Politik in Neuseeland. Viele Maori und ihre Unterstützer sehen in dem umstrittenen Gesetz die Rechte der indigenen Bevölkerung des Landes untergraben, die etwa 20% der 5,3 Millionen Einwohner ausmacht. Am Freitag versammelten sich gut 10.000 Demonstranten, um in einem mehrere Tage dauernden Protestmarsch in die Hauptstadt Wellington zu ziehen. Der Gesetzesentwurf wurde am Donnerstag zunächst in erster Lesung verabschiedet und wird nun an einen Sonderausschuss weitergeleitet. The house is suspended until the ringing of the bells. Der Gesetzesentwurf... So. Scheiß Einblendung hier, weg. So. Ich muss erstmal sagen, ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan von dem Hakka-Tanz. Yes, ich habe mir das so oft jetzt angeguckt auch. Im Parlament ist so cool gewesen. Ich glaube, ich hatte dir ja auch kurz vor dieses Video von der neuseeländischen Armee. Ja, habe ich auch mit drin, ne? Tatsächlich. Ja, das ist super, das müssen wir sagen. Das ist wirklich, hatte ich Marian geschickt, das ist eins meiner Lieblingsvideos zum Hakka-Tanz. Wollen wir nochmal kurz reingucken? Ja. Ha ha!
Ja, für alle Leute, die das später auf Spotify oder so nur mit Ton hören, war das bestimmt interessante Erfahrung. Ja. Ich liebe einfach diesen Moment, an dem zu diesem neuen General rübergeschnitten wird und mit dieser wackeligen Kamera. Und das sieht halt wirklich irgendwie, wie, ich dachte halt erst wirklich, dass das so rausgeschnitten, dass das so aus, also das ist jetzt nicht irgendwie wirklich von der, original von der Armee ist, sondern eher irgendwie so ein Skit oder so, dass so gezeigt wird, wie jetzt der neue, also so wie der neue General darauf reagiert. Ja, es ist wirklich interessant. Ich finde, man kann daran erstmal einige Sachen sehen oder sagen. Was ich halt echt cool finde, ist, dass das auch von der Mimik und so wirklich sehr einzigartig ist, dieses, dieser kulturelle Ausdruck mit dem Kampf. Und es ist auch spannend, weil erstmal ist es natürlich, hat es einen gewissen Humor, weil das einfach skurril ist, Leute zu sehen, die eben in so einer offiziellen Position sind mit, sagen wir mal, mit einer kulturellen Tradition, die irgendwie zu Mimik und Gestik anleitet, die man sonst bei den Leuten nicht akzeptieren würde. Ja. Und es gibt auch echt sehr tolle Videos, wo dann irgendwie es so offizielle Staatsbesuche gibt und die sehr überrascht sind davon, wenn dann für sie so ein Hackertanz aufgeführt wird. das andere ist, was man ja auch da sieht, und das ist auch, als ich mal mit Neuseeländern darüber gesprochen habe, es ist ja wirklich in der gesamten neuseeländischen Kultur sehr anerkannt, diesen Hackertanz zu lernen, auch für eben Nicht-Indigene. Das ist beispielsweise in der Schulkultur rund um den Schulsport sehr stark verankert. Und das verleitet einen dann auch sehr schnell dazu, Neuseeland eben als so ein, als so das Land, als die Siedlerkolonie zu sehen, die am ehesten sich ihren indigenen Wurzeln geöffnet hat. Und tatsächlich ist es auch so, und da kommen wir nämlich auf den eigentlichen politischen Gehalt jetzt zurück, dass es in Neuseeland diese Erzählung gibt, dass eben ja, Neuseeland so eine sehr friedliche Siedlerkolonie war in ihrer Entstehung. Und dass es sehr wenig Konflikt gab und dass die Maori bereitwillig eigentlich ihre Souveränität aufgegeben haben, gerade eben mit diesem Treaty of Waitangi, was jetzt eben hier auch verhandelt wird von 1840. Und es ist nämlich so, was jetzt nicht in dem Beitrag erklärt wird, warum es eben so einen großen Unmut der Maori darüber gibt. Erstens ist es so, dass dieses Treaty natürlich in einem Machtungleichgewicht geschlossen wurde, eben von einem kolonisierenden Großbritannien und von den indigenen Maori, die natürlich in einer materiell einfach komplett unterlegenen Position waren. Und das andere ist so, dass man da auch wieder diese klassischen Merkmale eben von kolonialer Bündnisschließung, Vertragsschließung und so finden kann. Es war nämlich so, dass das englische Vertragsdokument und das auf der Maori-Sprache ganz anderen Inhalt hatte, wo man dann gesagt hat, ja, da kann man jetzt eben von der Übersetzung, das sind jetzt die Wörter, die wir dafür wählen würden. Und es ist dann eben wieder so, dass Wörter beispielsweise gewählt wurden, wo es auf der einen Seite im Englischen dann sehr klar für uns jetzt, die Englisch sprechen können, ist, dass da gesagt wurde, es wird die komplette Souveränität abgegeben und Großbritannien wird die Herrschaft über die gesamten Länder von dem, was dann eben später Neuseeland geworden ist, übertragen zu eben einem Konzept beispielsweise von wir geben einfach nur die Nutzung des Landes frei oder wir erkennen eben eine Oberherrschaft an, aber haben weiterhin unsere Souveränität oder ihr könnt die Länder für bestimmte Sachen mitnutzen. Jetzt in der Maori-Sprache dann. Genau. Und das ist halt das Perfide daran, weswegen es bis heute eben großen Unmut darüber gibt. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass eben zu diesem Treaty of Waitangi eben ein neues Gesetz von einer Mitte-Rechts-Regierung erlassen werden sollte, wo eben gesagt wurde, dass diese eigentlich schon in diesem, wo man jetzt generell sehr kritisch gegenüber diesem Dokument sein sollte, dass das den Maori Sonderrechte zusprechen wird. Nämlich in dem, dass es eine Parallelregierung in Maori-Gebieten gibt. Weil ich bin jetzt nicht bewandert, wie jetzt hundertprozentig die Rechtsgrundlage von eben diesen Parallelregierungen dann ist und was jetzt genau da dann darauf zugeschnitten ist. Das ist ja in, egal ob Neuseeland, Australien, USA, Kanada, das ist ja in all diesen Ländern mit einer indigenen Bevölkerung anders. Deswegen, das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Aber es ist so, dass eben bestimmte Rechte der eigenen Souveränität dann noch zugesprochen sind. Und diese Mitte-Rechts-Regierung hat halt argumentiert,
dass das eben eine Gesetzgebung wäre, die Maori bevorzugen wird, privilegieren wird gegenüber der nicht-indigenen Bevölkerung. Und deswegen wollte man eben diese Zusätze zu diesem Treaty raushauen, die eben dann sagen, im Endeffekt, es gibt keine, Souveränität der Maori mehr und alle neuseeländischen Bürger werden eben gleichermaßen von der neuseeländischen Regierung regiert. So, das war im Endeffekt so in etwa das, was dann da durchgesetzt werden sollte. Und das hat natürlich zu unfassbar viel Unmut geführt. Weil erstens ist das natürlich ein sehr falsches Bild, was da aufgemacht wird. Was man immer mal wieder von Leuten hört, was ich beispielsweise auch in Kanada von Leuten gehört habe, wenn man mit denen über die First Nations spricht, dass dann eben so das Bild aufgemacht wird, dass sind diese sehr, sehr gut alimentierten, diese sehr gut alimentierte indigene Bevölkerung, die noch ihre eigenen Sachen da auf ihren Reservaten machen und im Endeffekt in Saus und Braus abseits von der Regierung leben. Weiß man ja. Ja, und das ist halt voll der Unfug. Das sorgt natürlich da auch für sehr viel Unmut, weil es immer noch so ist, dass die Maori zu einem viel größeren Anteil im Knast stecken, dass sie tendenziell deutlich ärmer sind als die nicht indigene Bevölkerung, dass es viel höhere Raten an Gewalt gibt, dass es viel mehr Polizeigewalt gegen sie gibt und dass sie immer noch in dem Status eben von indigenen Personen in einer siedlerkolonialen Gesellschaft sind. Ja. Und deswegen gab es dann eben auch so einen großen Aufschrei dagegen und dann eben auch so eine große Protestwelle, sowohl im Parlament als auch außerhalb. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, finde ich, diese Mobilisierung. Also wenn man es jetzt gerade gesehen hat, 10.000 Menschen sind für Neuseeland, so nehme ich mal an, eine sehr, sehr große Zahl an Menschen für eine Demonstration. Und auch dann gleichzeitig diese Proteste im Parlament. Man merkt ja auch, wie die Reaktion da drauf ist. Also wenn jetzt innerhalb eines deutschen Parlaments irgendeine Protestaktion oder sonst wie im europäischen Parlament, so eine Protestaktion, die jetzt nur, sag ich mal so, ein Fünftel von dem macht, was dort ja passiert ist in dem Parlament, dann würden, was weiß ich, was da passiert, da würde es Ordnungsrufe geben, die würden halt ausgeschlossen werden aus der Sitzung. Je nachdem würde es vielleicht sogar irgendwie der Einsatz von Security-Dienst oder was auch immer da passieren, weil eine riesige gesellschaftliche Diskussion. Und da ist es halt einfach, du merkst so, die wissen genau, okay, wir können jetzt halt nichts machen, das müssen wir jetzt auch erdulden, dass das jetzt gerade passiert, weil sonst wird es halt noch schlimmer und geben wir dem Ganzen eben noch mehr Auftrieb. Und das zeigt ja schon, dass es eben dem Maori da gelungen ist, auch, also sowohl im und außerhalb des Parlaments eine gesellschaftliche Gegenmacht zu haben, die ihnen ermöglicht, dann auch entsprechend zumindest gegen sowas ernster vorgehen zu können. Ja, absolut. Das muss man auch vielleicht kurz dazu sagen, das ist auch was, was erst historisch gewachsen ist, was wie in so vielen Fällen von sozialen Bewegungen auch damit zu tun hat, dass die Maori eben aufgrund des Elends dann einfach in den ländlichen Gebieten, weil immer mehr eben Land sie verloren haben, sukzessiv dann in die Städte gezogen sind und in den Städten dann natürlich erstmal die Möglichkeit war, so einen öffentlichkeitswirksamen Protest überhaupt zu erzeugen, weil sie dann in konzentrierter Form eben in Stadtvierteln gelebt haben, nah an den Zentren der politischen und der ökonomischen Macht waren und da dann auch tendenziell natürlich mehr Bildungsmöglichkeiten und so hatten. Und so ist das natürlich dann auch erst überhaupt gewachsen. Und vielleicht auch noch, was man noch dazu ergänzen kann, ist, dass es jetzt nicht so ist, dass es wirklich aktiv einfach nur um den Erhalt dieses Treaties geht, sondern es gibt auch die Jahre vorher schon einen ziemlich großen Diskurs darum, dass man eben möchte, dass die Maori-Version, so wie sie das unterzeichnet haben, weil die meisten Maori, das war ja jetzt nicht so, dass alle Verbände der Maoris die Maori-Version unterzeichnet haben. Es gab auch welche, die das auf Englisch unterzeichnet haben. Aber trotzdem gibt es jetzt eben den Push, weil die meisten das auf Maori unterzeichnet haben, dass man eben auch möchte, dass die Maori-Version im Endeffekt, so wie man es jetzt auch übersetzen wird, dann durchgesetzt wird. Ja. Gab es beispielsweise dann auch so Aktionen, dass ein Museum eingebrochen wurde, war das, glaube ich, ein Museum oder so ein politisches Gebäude und der Schaukasten zerhauen, wo dann die englische Version drin war und die dann zerrissen und solche Geschichten. Das ist schon, gibt's einen sehr großen Diskurs, weil es eben das Gründungsdokument von Neuseeland im Endeffekt ist. So. Also da geht's super integral in der Geschichte und der eigenen Identität dieses Landes.
Ja, also da geht es dann auch grundsätzlich gerade in dieser Situation darum, was für eine Staatsidentität hat dieses Land und welche Rolle spielen eben die Maori genau da drin. Und Absolut. deswegen ist es so ein essentieller Kampf und ja, von unserer Seite sei dem Maori auf jeden Fall alles Gute gewünscht, Ja. ne? Glück auf. Mehr Hackertänze in den Parlamenten. Ja, ich finde das Immer eigentlich gut. generell eine schöne Sache. Also das kann man jetzt, man kann eigentlich, könnte man einmal die Woche machen, so ein Hackertanz in jedem Parlament, ein bisschen Sand ins Getriebe. Dann noch Schlägereien wie in der Türkei. Ja. Dann gucke ich mir auch häufiger Bundestagssitzungen an. Das wäre fast eine gute Überleitung, aber es ist auch eine. Es geht schon auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema eigentlich. Und zwar sprechen wir über Abchasien. Und zwar gibt es dort eine Menge, ich lasse das mal so im Hintergrund auch ein bisschen laufen. Dort gab es ziemlich starke Proteste und Ausschreitungen, sowie hier den Versuch, dann auch das Parlament zu stürmen, was teilweise auch tatsächlich geschafft wurde. Was ist da los, Joshua? Das ist ja so einer deiner Lieblingssteckenpferde, dieses Land, von dem niemand ahnt, dass es existiert. Also ja, also ich ja, Abchasien gehört auf jeden Fall zu meinen liebsten abtrünnigen Republiken, so, das keine Frage. Ja, Abchasien ist, glaube ich, auch tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Ups, sorry. recht unbekannt. Es ist eben eine der beiden abtrünnigen Republiken, die in Georgien im Zuge des georgisch-russischen Krieges dann endgültig unabhängig wurden, 2008. Beziehungsweise, das ist auch umstritten, ob sie unabhängig sind, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf. Aber im Endeffekt, Abchasien und Südossetien sind zwei de facto existierende Staaten, die Georgien noch als Teil seines Staatsgebietes ansieht. Und es ist eben so, dass diese Staaten mit sehr viel Hilfe von Russland eigentlich entstanden sind. Es gab zwar schon diese Unabhängigkeitsbewegung eigentlich, auch militante Unabhängigkeitsbewegung seit ja, der Unabhängigkeit Georgiens mit dem Zerfall der Sowjetunion. Natürlich gab es vorher da auch schon ethnische und politische Konflikte. Aber wirklich unabhängig wurden sie dann, als Russland dann in Georgien einmarschiert ist und die Regierung in die Knie gezwungen hat und dann eben dafür gesorgt hat, dass Abchasien und Südossetien unabhängig werden. Und bis heute sind auch noch russische Truppen in Abchasien und Südossetien stationiert. Und jetzt ist eben ein Streit darüber ausgebrochen. Das ist nicht komplett neu. Es ist nicht so, dass das wie eine Diktatur regiert wird, sondern es gibt tatsächlich sehr rege, eine sehr aktive politische Opposition und auch sehr rege, sagen wir mal, handfeste politische Diskussionen auf der Straße darüber, wie jetzt dieses Land im Verhältnis zu Russland auch regiert werden soll. Weil jetzt könnte man ja erstmal annehmen, wenn man so diese Bilder sieht und auch was dazu publik gemacht wird, es geht eben um ein Gesetz, was verhandeln soll, wie russische Unternehmen, wie russische Geschäftsmänner in Abchasien Geschäfte machen dürfen. Es gibt nämlich schon seit einigen Jahren den Versuch, abchasische und russische Gesetzgebung in Bezug auf gerade ökonomische Fragen anzugleichen, um eben dafür zu sorgen, dass mehr russische Investments in Abchasien gemacht werden, weil man muss halt dazu sagen, dieses Land wird, glaube ich, von, und ich sage jetzt einfach mal, weil es ein real existierender Staat ist, dieses Land wird eben von, ich glaube, fünf Staaten auf der Welt anerkannt, also Russland, Nicaragua, Venezuela, Nauru, glaube ich noch, und wahrscheinlich Syrien, was weiß ich, Nordkorea, irgendwie noch so. Also alle auch aus der Nähe so der anti-westlichen, pro-russischen Achse und Russland eben selbst. Und Russland ist eben offensichtlich der Hauptwirtschaftspartner. Es ist jetzt aber so, dass eben es in diesem Gesetzespaket dann eben zu vielen Steuersenkungen, Vereinfachungen für
russische Investments kommen wird und die abchasischen Nationalisten, die eben die Opposition anführen, die wittern dort eben einen Ausverkauf des Landes, was natürlich auch sehr naheliegend ist, weil es sehr wahrscheinlich dann dazu führen wird, dass eben dieses Land, was sowieso schon von Russland politisch dominiert ist, dann auch komplett ökonomisch dominiert ist und es überhaupt nicht zu einer Entwicklung irgendwie von einer lokalen eigenständigen Industrie und einem eigenständigen Kapital vor Ort kommen wird. Und man befürchtet eben gleichzeitig dann auch noch eine Ausplünderung der wenigen natürlichen Ressourcen, die dieser Staat hat. Und dagegen wird jetzt eigentlich mobil gemacht. Es ist aber nicht so, und das war nämlich das, was ich am Anfang sagen wollte, es ist nicht so, dass man jetzt daraus lesen sollte, dass diese Revolution, die dort jetzt da versucht wird zu starten, grundsätzlich antirussisch ist. Mhm. Es ist zwar so, dass es auch tendenziell antirussischere Oppositionskräfte gibt, aber die meisten haben jetzt erstmal auch klargemacht, dass es nicht darum gehen soll, irgendwie das besondere russisch-abchasische Verhältnis aufzukündigen, sondern man möchte eben einfach nur nicht alles im Endeffekt mit sich machen lassen und vor allem nicht irgendwelche Oligarchen da bevorzugen, sondern man möchte dieses besondere politische Verhältnis bewahren, aber man möchte eben die lokale abchasische Wirtschaft und Natur vor diesem imperialistischen Zugriff schützen. Also wenn russische Soldaten da stationiert sind, dann finde ich unabhängig ein bisschen irreführend von Nightmare. Also ich glaube, es gibt echt sehr, sehr viele Staaten auf der Welt, die man dann nicht mehr als unabhängig bezeichnen könnte, die eher ja kleinerer, schwächerer Natur sind und die diverseste, also die haben ja fast alle Militärstützpunkte, solche Länder in irgendeiner Form, je nachdem, ob sie jetzt mit den USA oder mit Russland oder mit China eher weniger, weil China ja relativ wenig Militärstützpunkte im Ausland hat. Aber naja, ich glaube, es gibt auch sehr viele Staaten, kleine Staaten, die von den USA oder auch teilweise dann auch von der EU abhängig sind, wo man jetzt dann auch darüber streiten kann, ob jetzt unabhängig das richtige Wort ist. Aber ich meine jetzt im Kosmos von, was man vielleicht denkt dazu, unabhängig meinst du dann ja wahrscheinlich, ne? Genau, also es ist halt ein Satellitenstaat, keine Frage. Es ist auch massiv natürlich politisch dominiert, wie gesagt, militärisch natürlich auch. Dieser Staat existiert ja im Endeffekt auch nur wegen Russland und wird auch weiterhin in seiner Existenz von Russland geschützt, weil das heißt jetzt nicht, dass Georgien da irgendwie, wenn Russland jetzt da rausziehen wird, morgen da einmarschiert oder so, aber es ist ja so, dass das eine der zentralen Fragen eben von georgischer, sie würden jetzt sagen Innenpolitik, ich würde jetzt sagen Außenpolitik, ist, dass man eben eigentlich wieder Kontrolle über Abchasien und Südossetien gewinnen wird, aber es ist halt ein de facto existierender Staat mit eigenen staatlichen Strukturen. Ich würde halt sagen, auch ein Satellitenstaat ist irgendwo technisch gesehen meiner Meinung nach jetzt unabhängiger Staat. Aber natürlich hast du damit recht, Nightmare, dass man jetzt nicht das irgendwie, dass man nicht so tun sollte, als wäre dieser Staat jetzt irgendwie ganz, ganz frei irgendwie in seinem Handeln oder so, nicht massiv abhängig und gebunden an die Russische Föderation. Ja, aber sehr spannend. Ich meine, Sloan, du hast ja auch danach gefragt, ob wir schon eine Folge zu unabhängigen Republiken haben. Haben wir tatsächlich bisher noch nicht. Aber das könnte man echt mal machen. Da auch überhaupt mal einen Überblick zu geben. Also ich glaube, das kann fast niemand, das jetzt so wirklich alles so sich das aufzählen oder da einfach mal so nennen, was gibt es denn da alles und wie ist das so grob eingeordnet. Das wäre tatsächlich mal sehr spannend und dann zumindest so eine generelle Einschätzung auch aus linker Perspektive darauf zu geben, wäre ja wirklich mal interessant und das könnte dir ja auch sehr gefallen, weil wie gesagt, du hast ja ein totales Themenfable für diese Satellitenstaaten. Ja, definitiv. Also man muss das auch dazu sagen, das ist in vielen Fällen eine sehr spannende, aber auch eine sehr traurige Geschichte teilweise. Also klar. Was man bei Abchasien und Südossetien auch sagen muss, das hat halt mit einer massiven ethnischen Säuberung der vorherigen georgischen Bevölkerung auch zu tun gehabt, was mit den Staaten da passiert ist, was dann auch teilweise ganz, also
Man hat ja wirklich auch, dass manche von diesen Staaten wie aus der Zeit gefallen wirken. Das ist ja in Transnistrien beispielsweise der Fall oder auch in Abchasien. Das kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es gleichzeitig so traurig ist, weil das eben an dieser Geschichte der ethnischen Säuberung liegt. Schaut euch das mal an mit so verlassenes Abchasien. Das ist wirklich verrückt, wenn man sich das anschaut. Das sieht aus wie aus einem postapokalyptischen Medium. Man hat halt diese ewig großen Geisterstädte, Geisterfabriken, die dann überwachsen sind mit was wirklich wie so ein Urwald aussieht. Also total, total faszinierend. Ich habe tatsächlich auch vor kurzem noch überlegt, ob ich nach Abchasien reisen will. Ist schwierig, aber wie kommst du bevor jetzt die Proteste waren. Ja, weil ich weiß nicht, ich hatte schon immer, ich wollte gerne mal nach Transnistrien, ich wollte gerne mal nach Abchasien reisen. Südossetien steht jetzt nicht so groß auf meiner Liste. Es ist einfach nicht so einfach, dahin zu kommen. Und es gibt auch viele Gefahren, also dass man in Georgien dann im Zug davon festgenommen wird, dass man überhaupt erstmal ein Visum für Abchasien bekommt, das ist nicht so einfach. Aber ich finde einfach, das sind sehr, sehr spannende Länder. So. Ja, danke dir für den Einblick. Und ich würde sagen, dann lass uns auch von der einen Regierungskrise zur nächsten Regierungskrise kommen, denn auch in Deutschland haben wir erlebt, dass ein Staat, eine Regierung doch sehr am Bröckeln ist. Man könnte ja jetzt auch die Frage stellen, wird Deutschland ein Failed State? Auch das wird es wahrscheinlich nicht werden, aber trotzdem ist es ja wirklich jetzt sehr spannende Ereignisse mit der Ampelregierung, die sich aufgelöst hat. Und ich wollte tatsächlich jetzt einmal ein bisschen in die Rede von Olaf Scholz reinhören, den Anfang, weil das war tatsächlich seit Ewigkeiten, dass ich mir mal wieder eine Politikerrede auch angehört habe, wo das so erschien. Ich glaube, ich habe es sogar im Livestream gesehen, als es verkündet wurde, und ich war wirklich teilweise echt schockt davon, auf mehreren Ebenen, was ich nie gedacht hätte, dass ich das jemals bei einer Rede von Olaf Scholz sein werde, aber ich komme gleich nochmal dazu, was ich damit meine. Umfasste vier Kernpunkte. Erstens, wir sorgen für bezahlbare Energiekosten und deckeln die Netzentgelte für unsere Unternehmen. Eine handlungsfähige Regierung, die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt. Ich habe dem Koalitionspartner von der FDP heute Mittag noch einmal ein umfassendes Angebot vorgelegt, mit dem wir die Lücke im Bundeshaushalt schließen können, ohne unser Land ins Chaos zu stürzen. Ein Angebot zur Stärkung Deutschlands in schwieriger Zeit. Ein Angebot, das auch Vorschläge der FDP aufgreift. Das aber zugleich deutlich macht: Angesichts der Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen, brauchen wir größeren finanziellen Spielraum. Mein Angebot umfasste 4 Kernpunkte. Erstens, wir sorgen für bezahlbare Energiekosten und deckeln die Netzentgelte für unsere Unternehmen. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es gibt mal kurz die weiteren Punkte, danach noch kommen, was ich interessant finde. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hätte Ihnen diese schwierige Entscheidung gern erspart. Erst recht in Zeiten wie diesen, in denen die Unsicherheit wächst. In den USA hat Donald Trump die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Dazu habe ich ihm bereits heute gratuliert. Als deutscher Bundeskanzler ist es für mich selbstverständlich, dass ich mit dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten gut zusammenarbeiten werde. Gerade in unsicheren Zeiten kommt es auf ein enges transatlantisches Verhältnis an. Klar ist, Deutschland wird seiner Verantwortung gerecht werden müssen. Und wir müssen in Europa mehr denn je zusammenhalten und gemeinsam weiter in unsere eigene Sicherheit und Stärke investieren. Denn die Lage ist ernst. Es herrscht Krieg in Europa, im Nahen Osten erhöhen sich die Spannungen. Ja, ich glaube, es wird klar, es kommt dann später noch, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich will jetzt nicht die ganze Rede halt hören, das ist ja auch ein bisschen ermüdend. Aber kommt dann nochmal ja konkret auf Lindner zu sprechen und sagt dann auch, dass hier das Vertrauen gebrochen ist. Und also sehr, sehr krasse Worte, könnt ihr auch nochmal nachhören, wenn ihr wollt, den Punkt. Aber auch schon am Anfang
finde ich eben sehr krass diese Betonung auf, ja, wir stehen so kurz vor dem Chaos. Also das sagt er im Prinzip in der Rede so, ne? Das ist jetzt ein Angebot, was dazu helfen sollte, dass Deutschland nicht ins Chaos fällt, und wir sind in, er betont halt sechsmal, dass es schwierige Zeiten sind und dass wir jetzt irgendwie gemeinsam wieder rauskommen sollen und so. Und ich finde, das ist halt schon ziemlich krasse Worte. Ich meine, da war jetzt auch viel Diskussion um diese Rede, dass das eben, also es ist auch, denke ich, schon fachlich von der Rede an sich jetzt das Beste, was der Typ wahrscheinlich je gehalten hat. Deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er das tatsächlich vorbereitet hat. Das war ja dann ja wiederum die Kritik von Lindner, der dann andersherum sehr, sehr überrumpelt von der Situation wirkte in diesem Interview, was er da geführt hat. Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend, was dort für ein Szenario ja vom Kanzler selbst ja an die Wand gemalt wird und was da jetzt aufgemacht wird. Und das ist für jetzt so eine Schlaftablette, der einfach nur so vor sich hin wabert, sind das einfach sehr starke Worte, und das sollte einem dann tatsächlich zum Aufhorchen bringen, was das jetzt für eine Situation ist, wenn die schon von Regierungsseite so eingeschätzt wird, ne? Ja, es ist ja auch tatsächlich, weil du gerade Schlaftablette gesagt hast, so dass Olaf Scholz jetzt nochmal in der Talkshow klargestellt hat, dass er schon sich für den coolsten Politiker Deutschlands hält. Okay. Das hat er auf jeden Fall nochmal angemerkt. Aber ich gehe da ganz mit dir, dass das natürlich, dass man das schon ernst nehmen sollte. Also es ist natürlich so, dass da jetzt auch viel eben in dem Maß drüber geredet wird, weil eben außenpolitisch vieles nicht so läuft, wie sich die Bundesrepublik das jetzt wünscht. Ja. Einmal ist ja klar, dass Trump eben absolut nicht der präferierte Präsidentschaftskandidat, zumindest vom bundesdeutschen Establishment ist, gerade eben wegen seiner harten Anti-EU-Haltung und auch wegen dem ganzen Streit um die Tariffs, um die Strafzölle. Und gleichzeitig ist natürlich jetzt auch in der Ukraine nicht nach den Wünschen der Bundesrepublik läuft und Trump da wahrscheinlich auch einen negativen Einfluss drauf haben wird. Und das andere ist natürlich die große Frage, wie gehen jetzt eigentlich die Ampelparteien aus diesem trübseligen Ende dieser Regierung dann eigentlich politisch hervor. Wir haben ja schon in Landtagswahlen gesehen, dass sie ordentlich abgestraft wurden. Wir haben schon vorher immer wieder auch mal drüber geredet, dass das die, glaube ich, jetzt unbeliebteste Regierung aller Zeiten ist. Ja. Und ja, dementsprechend, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Regierung in der Frage scheitert, dass die Vertrauensfrage gestellt werden muss, dass es zu Neuwahlen kommt. Also wenn man jetzt in die bundesrepublikanische Geschichte kommt, dann hatten wir einige Kanzler, oder einige Regierungen, die so ihr Ende gefunden haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich gerade immer noch ein gewisser Einschnitt, ne, mit dem Ende dieser Regierung, und es wird jetzt sehr spannend, was im Frühjahr passiert. Ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein gewisser politischer Erfolg für die Rechte, die einfach das ja auch zu ihrem Ziel auserkoren hat, dass man eben die Ampel da beenden möchte. Klar ist das jetzt nicht am Ende des Tages nicht dadurch jetzt passiert, dass es irgendwie riesigen Druck von der politischen Rechten auf der Straße und in den Parlamenten gab, wodurch das dann passiert ist. Aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, warum es dazu gekommen ist und warum diese Regierung die ganze Zeit so unter Druck steht und warum es so eine mediale Berichterstattung auch immer wieder dafür gibt, dass sie so stark in der Kritik steht. Weil von wem steht sie denn vor allen Dingen in der Kritik? Sie steht ja eben nicht primär durch das liberale Establishment oder so in der Kritik, und von radikal linker Seite ja auch nicht wirklich. Klar gibt es da auch dann Aspekte oder so, aber da gibt es ja keine richtige, da wird ja kein richtiger Druck gemacht oder so. Und die richtig Druck machen gegen die Regierung, das ist die politische Rechte in ihrer Gesamtheit, in ihren unterschiedlichen Facetten. Und dementsprechend haben die es dann doch auch geschafft, dieses Zerwürfnis innerhalb von dieser Regierung mit zu produzieren, auch wenn das
nicht alles ist. Also da sind natürlich auch ganz klare eigene Widersprüche und das war ja von Anfang an die ganze Zeit so ein Machtgeschacher. So, die anderen Grüne und SPD haben ja die ganze Zeit das auf die FDP abgeladen. Die waren ja die ganze Zeit der Buhmann, warum jetzt halt eben die ganzen Vorhaben, die man sich genommen hat, nicht umgesetzt werden können. Und die an jeder Regierung, damals bei der CDU immer so, die sind dann aus dem Parlament geflogen, wenn die Regierung Scheiße gemacht hat. Ja, richtig. Und das ist natürlich auch total lächerlich. Ich fand, es gab auch so viele ja, linke, linksbürgerliche Leute, die dem auch total auf den Leim gegangen sind, so dieser ganzen Debatte, so von wegen so, ah ja, ne, wenn jetzt die FDP nicht wäre, dann wird das doch alles total super laufen mit der Klimapolitik und mit dem allen. Aber glaube ich halt einfach nicht dran. War halt dieser Buhmann und das ist jetzt das, was bis zum Ende durchgezogen wurde, wo man jetzt halt eben Angst bekommen hat, wo man gesehen hat, okay, wir verlieren hier wirklich sehr grundsätzlich unsere Machtbasis, wir müssen jetzt halt irgendwas machen, um da jetzt mit einem blauen Auge einigermaßen wieder rauszukommen. Und das haben irgendwie alle Seiten natürlich versuchen, dass jetzt diese Schadensbegrenzung für ihre eigenen Machtinteressen und ihre Pöstchen halt da umzusetzen, ja. Ja, und halt mal, wie du auch schon schreibst, das stimmt schon, dass die radikale Linke die Ampel natürlich durchgehend kritisiert. Ja. Und dass es daran liegt, dass sie nicht wirklich wirkmächtig ist. Und ja. Was eben noch dazu kommt, ist ja, dass es auch keine parlamentarische Alternative mehr gibt. Es ist ja einfach sehr wahrscheinlich, dass die Linke einfach nicht mehr den Einzug in den Bundestag schaffen wird, keine andere Partei da dann nachrückt. Und es ist sehr wahrscheinlich, es gibt ja nichts, wo wir jetzt Druck machen können, wo man dann sagt, ihr hättet lieber den Partner nehmen, sondern ihr solltet jetzt bei der nächsten Regierungsbildung von SPD, Grünen und so dann noch diese große linksradikale Kraft da mit reinnehmen, um diese Regierung linker zu machen, sondern es gibt ja nur die Perspektive, dass eben die Rechten sagen, wir würden jetzt eine bessere Regierung machen und die CDU meinetwegen, ist ja auch eine rechte Partei, dann sagt, wir machen jetzt, wir würden mit GroKo dann eine bessere Regierung machen, wenn ihr als kleiner Partner mit drin seid oder mit FDP und BSW oder was auch immer. Das Einzige, wo ihr jetzt wirklich, sagen wir mal, ist eine sehr große politische Entscheidungsfrage rumgab, wo man auch teilweise die Ampel sehr stark herausgefordert hat, war ja, abgesehen jetzt natürlich von den Klimakämpfen, die es dann um Lützerath und so gab, eigentlich um die Frage des Israel-Palästina-Konflikts. Ja. So. Ja. Und da kann man vielleicht dann auch nochmal in eben dieser Entfremdung von vielen Leuten von der Ampelregierung dann beispielsweise auch Parallelen zu den Vereinigten Staaten ziehen. So. Ja, und auch in dem Kampf der Frage um Palästina ist es ja auch so, dass dadurch, dass es eben keine geeinte Linke in dieser Frage gibt, sogar sehr viele da im Gegensatz dagegen halten und dagegen arbeiten, man da ja auch nicht darüber sprechen kann, dass es jetzt vor allen Dingen Verdienst der Linken sei, dass man da nee. In Deutschland leider. Teilen der Linken. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Was mir auf jeden Fall einfällt, ist Wahlkampf über Weihnachten. Ja, das ist ja neben dem Sieg der AfD das, was jetzt immer gesagt wird. Wir kriegen wirklich Wahlkampf über Weihnachten. Ich meine, es ist ja jetzt wirklich sehr relativ klar, was passieren wird. Merz wird halt Bundeskanzler werden und es wird dann eben CDU wird ja nicht alleine regieren können, die werden sich dann irgendeinen Büttel mit ins Boot holen, der das Ganze dann irgendwie mitzieht. Und also die AfD wird nicht an die Macht kommen, da gehe ich halt ziemlich fest von aus, dass es halt jetzt einfach noch zu schnell ist, vielleicht in der Periode danach, und die Ampel werden halt komplett abkacken. So, das ist einfach. Deswegen ist es eigentlich klar, was passieren wird. Was mir auf jeden Fall noch gefallen hat, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass der Grönemeyer Wetter angenommen, Nightmare. Ja. Wette ich dagegen, auf jeden Fall. Der CDU ja verboten hat, Zeit, dass sich was dreht, zu nutzen. Ne? Richtig geil. Was ich auch noch stabil. Gut fand, der Habeck hat ja schon diesen eigentlich ja so Wahlwerbespot rausgehauen, oder dieses Video, wo er da sitzt mit seinem Taylor Swift Armband mit Kanzler-Error und so.
Und wo er auch Zeit, dass sich was dreht, dann summt als so ein Seitenhieb auf die. Und das musste er jetzt auch runternehmen. Weil Allgemeinparteien jetzt verbieten diesen Song zu Vorwärts, herwärts. Das ist super. Das ist doch mal eine schöne Repräsentation des Ruhrgebiets. Das ist, ich glaube, damit spricht er auch einfach der Region zu erheblichen Teilen einfach aus dem Herzen so. Mhm. Einfach genau das, was alle hier denken. So, ja, fuck halt auf ihre Wahlen. So, was wollen die alle von uns so? Scheiß auf die. Ja, es ist tatsächlich, ist halt auch noch so super, weil er das, glaube ich, echt so rausgehauen hat, so nach dem Motto, so, ah ja, der Herbert, der ist einer von uns. Ja, so. Bam, Herbert schlägt mir zu. Sehr geil. Ja. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, bei diesem ganzen, auch wenn das jetzt so diese Standardphrase dazu ist, ich habe auch tatsächlich jetzt einfach keinen Bock auf den Wahlkampf über den Winter, ne? Ja, ja. Also das ist echt so, ich muss sagen, ne, da bin ich auch wirklich so kulturell drauf, die sollen mir nicht meine verfickte besinnliche Zeit nehmen mit ihrem Scheißdreck jetzt da. Dass ich mir die ganze Zeit jetzt das Geheule wieder anhören darf von, oh, jetzt kommt die große Schicksalswahl, wir müssen jetzt alle für die SP. Oder ich überlege auch, obwohl ich eigentlich ja sehr liberal bin, jetzt strategisch für die CDU zu wählen oder irgendwie so ein Scheißdreck. Das muss ich mir in meiner schönen Weihnachtszeit anhören. Da denke ich über ganz andere Sachen nach, über Weihnachtsmarkt, über Glühwein, über Spekulatius, über irgendwie Weihnachtsbetriebsfeiern und so ein Kram. Über so. Den größten Weihnachtsbaum, den ja, ist in Dortmund. Den haben wir. Den haben wir. Auch den guten westfälischen Grillschinken auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Grüße gehen raus und Empfehlungen auch an alle, die gerade zuschauen. Ja, ne? Also es ist halt wirklich so, da habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Ja, vielleicht starten wir ja die große Agitationswelle gegen dann nochmal speziell die Weihnachtswahlen. Ja, genau. Jede Wahl gegen die CDU ist eine Wahl für Putin. Sowas sehe ich auch schon am Horizont aufscheinen. Ja, so viel vielleicht spontan dazu. Ich meine, natürlich ist es, es ist halt auch schwierig. Es ist eine verzwickte Situation, so allgemein, was die parlamentarische Entwicklung angeht. Die ist nicht positiv, die wird auch immer schwerwiegender und immer rechter werden. So auch Merz ist ja einfach ein extrem sehr, sehr rechtsausgerichteter, ultrakonservativer Knochen, um das irgendwie mal in Worte zu fassen. Poetisch. Ja, und auch einfach ein knallharter Vertreter für die Reichen. So, das ist so deutsch Trump-mäßig. Ist vielleicht nicht ganz ohne den Charme. Ohne den Charme, genau. Er hat nicht die coolen Tanzmoves. Schauen wir, was wird. Ja. Was wird. Jo. Jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren lokalen Themen, die ein bisschen schwererer Natur sind. Und zwar sprechen wir zuerst über einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtshofs, der K.O.-Tropfen doch als kein gefährliches Werkzeug eingestuft hat. Das ging ein bisschen rum die letzten Tage. Und das Ganze basiert auf einem Urteil, was eben dann gekippt wurde, wo ein Täter, der ja K.O.-Tropfen benutzt hat, um eine Frau zu vergewaltigen, dort dann, dass das eben als gefährliches Werkzeug ausgelegt wurde, innerhalb dieses Urteils dagegen Beschwerde eingereicht hat, um sein Strafmaß zu mildern, weil das sehr relevant ist für die Höhe der Strafe, wie man die festsetzt innerhalb eines Urteils, und ist damit tatsächlich auch durchgekommen. Und ja, ich finde es halt eine extrem abgefuckte Situation, ein extrem abgefucktes Urteil, weil das ein allgemein ein riesiges Problem ist. Diese ganze K.O.-Tropfen-Scheiße und allgemein natürlich auch im Besonderen Gewalt an Frauen, sexualisierte Gewalt an Frauen, ein riesiges Problem ist. Und ich finde vor allen Dingen einfach das Signal, was so davon ausgeht, ne? Was dann halt das oberste, also was halt der Bundesgerichtshof
Was sind das eigentlich für Wichser, dass die das? Also, ja. Wie, ich frage mich halt, wie man überhaupt zu diesem Gerichtsurteil kommt. Also, ich meine, wie es hier schon gesagt wurde, mit einer Pipette reingetropft. Also, sogenannte K.O.-Tropfen stellen weder für sich genommen noch bei Verabreichung bei einem Getränk, in dem sie vorher mit einer Pipette hineingetropft wurden, ein gefährliches Werkzeug im Sinne von § 177 Absatz 8 Nummer 1 StGB dar. Also ich meine, die Sache ist ja die, ich denke mal, es geht dann bei dem gefährlichen Werkzeug ja darum, wurde die Person im Endeffekt damit bedroht oder ja, dann dazu gezwungen zu der sexuellen Handlung so. Das ist, ich verstehe irgendwie, wie man vielleicht jetzt sagen kann, es ist nicht so, dass es gefährliches Werkzeug in dem Sinne ist, dass sie körperlich oder so damit bedroht wurde, dass man eben sagt, damit wurde dann die Nötigung vollzogen. Aber es ist ja erstens so, dass es die Person einfach bewusstlos oder in einem verminderten Bewusstseinszustand noch. Und auf der anderen Seite ist es auch in dem Sinne gefährlich, dass es einfach schwere körperliche Schäden nach sich zieht und überhaupt die Vergewaltigung in den meisten Fällen dann erst ermöglicht. Richtig. Und es ist ja ganz klar, dass es ein gefährliches Werkzeug ist. Und wie du schon gesagt hast, das, was davon einfach ausgestrahlt wird, ist, dass einfach diese, es ist ja wirklich weit gefächert, diese Nutzung davon. Richtig. Dass das einfach viel mehr ermöglicht wird, weil die Leute halt wissen, das Strafmaß ist auch geringer. Und das Strafmaß hat einfach einen massiven Einfluss auch darauf, wie viel die Leute sich da trauen. Das ist natürlich nicht so, dass das jetzt komplett eben Vergewaltigung oder Nutzung von K.O.-Tropfen irgendwie beseitigen wird. Aber es hat natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie leichtfertig Leute sich das überlegen, das dann auch für ihre widerwärtigen Taten zu nutzen. Und es geht ja eh schon allgemein in die Richtung, dass Eigentumsdelikte und so in einer ganz anderen Form bestraft werden als solche Sexualdelikte und so weiter. Die sind ja eh schon total oftmals schwierig nachzuweisen. Es gibt eine sehr große Dunkelziffer etc. pp. Und da geht es mir auch vor allen Dingen wirklich um diese gesellschaftliche Diskussion, was das eben auslöst. Das ist ja wirklich so ein, dass das Bundesgerichtshof sich dahinstellt und dann so in der Presse steht im Prinzip, ja, ist doch gar nicht so schlimm. So ist ja, was da jetzt steht halt. Und das ist ja richtig, richtig wahnsinnig, was das für eine Ausstrahlung und auch dann Bestätigung für dann an der Stelle Täter ist, zu sagen, ja gut, vielleicht komme ich dann doch noch leichter davon. Ja, das ist ja auch so, dass mit den K.O.-Tropfen dann teilweise das ja auch nochmal eine Möglichkeit ist in der Strafverfolgung, eben über beispielsweise toxikologische Ergebnisse, dass man dann das beispielsweise nachweisen kann oder bei dem Täter das dann auch noch findet. Ja. Und es ist ja sowieso so, dass, glaube ich, aktuell auch in der Debatte steht, ob man den Zugang zu K.O.-Tropfen verringern sollte, weil es ist ja so, dass K.O.-Tropfen immer noch einfach frei verkäuflich sind. Mhm. Weil das, was dann, wie heißt es jetzt nochmal, ist Liquid Ecstasy GHB, glaube ich, ist das ja, in manchen Putzmitteln, unter anderem beispielsweise Felgenreiniger, zum Einsatz kommt und man das deswegen auch einfach so kaufen kann. Ich glaube, sogar ohne Altersbeschränkung. Mhm. Und da gab es, glaube ich, jetzt auch von, wer ist nochmal unser Gesundheitsminister? Lauterbach. Lauterbach, ja. Ich habe fast Spahn gesagt. Spahn. Ja, passt auch, ne? Von Lauterbach gab es jetzt auch so ein Vor. Charaktermaske. Eben, ist egal, halt irgendeiner von den Pflaumen da. Aber in dem Fall natürlich eigentlich ein guter Vorstoß, dass man eben sagen wollte, dass das für Leute unter 18 beispielsweise nicht mehr frei verkäuflich ist oder man das im besten Fall eigentlich noch stärker einschränkt. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie irgendwie das, wie wichtig das ist, dass man diesen besonderen Felgenreiniger oder so hat, aber an sich ist es ja sehr gut, dass man auch dagegen vorgeht, dass das überhaupt in so einer weiten Zirkulation ist. So. Mhm. Ich weiß auch, dass es von Leuten so als Droge verwendet wird, gerade in gerade in den Niederlanden und auch in der Rave-Szene in Deutschland wird es in rauen Mengen auch konsumiert. Einfach so als Droge, aber gerade in diesem besonderen Einsatz, wie man es dann eben für K.O.-Tropfen nutzen kann, sollte man da auch dann wirklich schauen, dass man eigentlich da mit stärkere Repression und vor allem auch mit strengeren Gesetzen vorgeht, meiner Meinung nach. Und man muss es ja nochmal betonen,
dass es ja sehr klar und sehr explizit ist. Also wer halt K.O.-Tropfen einer Frau ins Glas macht, da weiß man halt, was die Person will. Und das ist halt auch, das ist auch das Krasse daran. Also da gibt es ja keine Diskussion oder keinen Spielraum für irgendwas. Das ist halt explizit. Also jemand, der das macht, ist halt ein Vergewaltiger. Selbst wenn er das halt, also das ist, ne? Ja, ich meine, es gibt manchmal natürlich die Leute, die dann irgendwie versuchen, da rum zu argumentieren, dass es irgendwie freiwilliger Konsum von eben dann GHB oder so war. Aber natürlich, wenn jemand mit irgendwie, wenn man das nachweisen kann, dass jemand das ins Getränk gemacht hat, dann ist es zu 100%, das ist eine versuchte oder eine vollzogene Vergewaltigung. Ja, und wir bleiben beim Thema Gewalt an Frauen und sprechen über einen Fall, der uns tatsächlich auch selber in Teilen betroffen hat, weil bei uns in Dortmund im Viertel, wo wir auch politisch aktiv sind, gab es eben einen Femizid, tatsächlich auch in der Straße von unserem Nachbarschaftstreff Unionsalon. Mhm. Und genau, getroffen hat es die Sarah, die dort eben kurze Zeit mit ihren Kindern gelebt hat in der Straße und auch vor kurzer Zeit da erst hingezogen war zu uns in die Nachbarschaft. Und ja, die wurde eben von ihrem Mann, beziehungsweise nicht Mann, sondern Ex-Mann an der Stelle ermordet mit Messerstichen. Und das war wirklich für uns eine enorm krasse Zeit die letzten Wochen, weil wir ja, und natürlich speziell unsere Genossinnen von Lyra, von unserem Frauenraum, da jetzt sehr viel gemacht haben. Es gab eben mehrere Kundgebungen und wir waren da einfach auch nah dran, haben mit den Leuten gesprochen, die Kinder aufgenommen haben und beschützt haben, eben dann von dem, von diesem, denkt euch jetzt mal irgendwas, als Herabwürdigung dieses Menschen. Und ja, das war einfach für uns sehr bewegend, ne? Die ganzen Angehörigen, die bei uns waren, die eben zusammengekommen sind, auch in diesem Rahmen und ja, beispielsweise ja, da auch überhaupt dann auch die Möglichkeit zu trauern hatten, ne? Weil Sarah wurde ja dann in Nordmazedonien beigesetzt und es ist auch so, dass an der Stelle, wo sie eben ermordet wurde, dann auch ja, eine Art kleiner Gedenkort eingerichtet wurde, wo dann wirklich auch über die Tage, wie ihr hier seht, dann kontinuierlich auch Kerzen gebrannt haben. Also wirklich, dass man von morgens bis abends den Ort beleuchtet hatte und sehr viele Leute das überhaupt auch erst dadurch mitbekommen haben. Und da muss man auch nochmal, wie du schon gesagt hast, eben auch den großen Respekt an eben die Leute, die hier vor Ort eben vor allem unsere Genossinnen aktiv waren, aber auch eben natürlich an die Angehörigen selbst, die dann auch dafür gesorgt haben, dass das überhaupt erst so klar den Leuten ja, vor Augen geführt wurde, was da in ihrer eigenen Nachbarschaft passiert ist. Weil es ist ja wirklich sehr oft, dass auch solche Morde passieren und die Leute dann vielleicht erst ein paar Wochen später oder überhaupt nicht davon mitbekommen. Ich hatte ganz viele Leute dann auch gesprochen, die, wenn ich dann zum Unionsalon gelaufen bin oder vorbeigegangen bin, die mich dann auch angesprochen haben, was ist da eigentlich passiert? Und ja, man dann mit denen überhaupt erstmal ins Gespräch kam und sie es vielleicht sonst einfach gar nicht mitbekommen haben, obwohl ja, einfach ein Mensch von, ja, ein Mensch einfach da von einem Mörder aus dem Leben gerissen wurde, ganz direkt in ihrer Straße, in der Nachbarschaft. Ja, und das ist an diesem ganzen Ereignis, was für uns so dieser Hoffnungsschimmer oder dieser Lichtschein ist, der davon von ausgeht, wie das jetzt mit umgegangen wurde, ist, dass einfach, wir hatten halt auch vergangene Femizide, ist auch noch gar nicht so lange her, in der Nordstadt, ich weiß gar nicht, ob ich meine, das war letztes Jahr, wo einfach relativ wenig passiert ist. Also wo es dann eben so Presseartikel gab und dort dann eben ein bisschen im Internet drüber geredet wurde und das war's. Und in dem Fall ist es jetzt wirklich gelungen, das Ereignis auch breiter zu politisieren und einzuordnen in eben diese konkrete Gewalt an Frauen. Und dieses Ereignis muss auch politisiert werden, weil wenn man sich das dann eben auch vergegenwärtigt, es gab hier auch ein längeres Interview mit dem Onkel, der
Getöteten, wo er länger eben berichtet über, was es für eine Vorsituation zu jetzt dieser Mordtat alles gab. Und das ist einfach krass, was das für ein institutionelles Versagen und ein Versagen von diesem gesamten, also von einfach ist, dass es dazu kommen konnte. Ne? Über so viele Jahre ist da eben Gewalt passiert und Sarah war auch im Frauenhaus und so weiter und so fort. Und es gab auch schon ein Annäherungsverbot und so weiter und so fort. Und es ist trotzdem nach all diesen Jahren, obwohl auch alles wussten, dass es diese Gefahr gibt und er so oft gedroht hat, sie umzubringen, trotzdem dazu gekommen. Und deswegen ist es so wichtig, das einzuordnen und ganz klar zu machen, sowas passiert aufgrund von einem patriarchalen Ausrichtung von der Gesellschaft, dass es zu wenig Einrichtungen gibt, die sich um sowas kümmern, dass es eine zu geringe Sensibilisierung gibt und sowas passiert nicht einfach im luftleeren Raum. Natürlich wird es immer auch Gewalt untereinander an den Menschen geben, aber in Deutschland haben letztes Jahr jeden zweiten Tag wurde eine Frau in Deutschland umgebracht und deswegen ist es so wichtig, das als Femizid zu benennen und eben diese Gewalt gegen Frauen halt herauszukehren und als gesellschaftliches Problem zu diskutieren. Und das ist uns, weil du ja auch die Frage stellst, Nightmare, wie das in der Dortmunder Öffentlichkeit diskutiert wurde, fand ich das tatsächlich bemerkenswert, wie breit das auch gegangen ist. Also selbst so Dortmunder Meme-Seiten, die halt eine sehr große Reichweite haben und sonst über natürlich ganz andere Sachen reden, wie irgendwie jokemäßig der Phoenixsee angeblich aussieht und oder so, haben darüber berichtet und auch die Spendenaktion jetzt geteilt und so. Und das war dann halt schon sehr bewegend. Ja, da vielleicht auch noch zwei kleine Sachen zum Abschluss. Also einmal, weil du es jetzt schon angesprochen hast mit der Spendenkampagne. Das findet ihr, glaube ich, dann auch verlinkt in den Beiträgen dazu. Ja. Das ist eben eine PayPal-Seite, die der Onkel auch eingerichtet hat für eben die Kinder, wo ihr dann, wenn ihr noch Geld übrig habt, das auch guten Gewissens auf jeden Fall da lassen könnt, weil die natürlich in einer unvorstellbaren Situation jetzt sind. Und das andere ist, was ich auch nochmal da eben hervorheben möchte als ein weiterer Aspekt, neben eben dieser Sensibilisierung, ist es einfach ganz, ganz wichtig, diese Isolation, die eben in vielen Vierteln herrscht, durchzubrechen, ja. Weil genau das auch so eine Sache ist, wie jetzt sie ist neu dahingezogen, es ist einfach was ganz anderes, wenn eine Nachbarschaft zusammensteht, wenn die Leute informiert sind. Ey, wenn übrigens einfach, wenn ihr seht, dass der da unten irgendwie klingelt oder so, oder wenn ihr das und das Auto seht, ey, sagt mir bitte Bescheid oder wisst, dass ich irgendwie gehört habe, der ist jetzt irgendwie unterwegs, dass man überhaupt jemanden hat, worauf man da zugehen kann, dass man, und es gibt ja einfach die Möglichkeit, natürlich ist das eine krasse Ausnahmesituation, ich sage jetzt nicht, dass einfach irgendwie, wie wir jetzt einen Nachbarschaftsraum haben, das absolut verhindert, aber es ist eine Möglichkeit eben neben diesen staatlichen Stellen, die, wie du gesagt hast, in so vielen Fällen da einfach absolut versagen. Das ist auch was, was ich so oft mitbekommen habe von Frauen, die Gewalt durch einen Ex-Partner, durch einen Ehemann, was auch immer erfahren haben, dass es so wichtig ist, dass wir einfach versuchen, da auch in der Selbsthilfe, in der gegenseitigen Hilfe zusammenzustehen und da ist einfach eine im Endeffekt wehrhafte Nachbarschaft, die dafür sensibilisiert ist und diese Isolation durchbricht, so wichtig, weil diese Isolation ist einer der Bausteine, neben natürlich, das Wichtigste ist natürlich, sind natürlich die patriarchalen Verhältnisse, aber die Isolation, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben, ist einfach ein zusätzlicher Baustein, ein Katalysator, der diese Gewalt so viel einfacher macht. Und ja, genau diese organisierten Nachbarschaften und im Speziellen jetzt auch bei uns ist ja unser Ziel und da haben wir eben auch einen Einblick dann bringen können, dass wir dadurch, dass wir überhaupt diesen Raum halt haben, da eine Anlaufstelle für alle Nachbarschaft bieten konnten und Betroffene auch Gehör verschaffen konnten und zusammenführen konnten auch. Und das hat schon, denke ich, einen wichtigen Unterschied für die Situation gemacht. Und daran gilt es für uns und ich hoffe auch für euch anzuschließen. Ich möchte dann noch da zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass falls hier noch Frauen aus Dortmund und Umgebung zuschauen, es wird auch einen Moment, auch bei uns im Nachbarschaftsraum eine Veranstaltung noch demnächst geben,
Und zwar am 20.11., wo Frauen aus dem Viertel und der Region auch zusammenkommen können, um über den Femizid an Sarah zu sprechen und auch nochmal generell Raum darüber ist, darüber sich auszutauschen. Ja. Ja, von da ist es natürlich immer schwierig, dann überzuleiten, aber nichtsdestotrotz, du hast uns auch noch positive Nachrichten aus der Bewegung mitgebracht. Genau. Es waren wirklich sehr, sehr bewegende und auch anstrengende Zeiten jetzt, die letzten Tage, auch im positiven Sinne. Nicht nur in dieser Dramatik, die wir da jetzt erlebt haben mit dem Ereignis, sondern auch im positiven Sinne von dieser Ermächtigung, wie gesagt. Und auch heute haben wir unser Einjähriges gefeiert als Union-Salon. Hatten heute... Deswegen kam auch ein bisschen zu spät. Ne? Genau, kam gerade von der Party quasi. Wo wir jetzt gerade volles Haus hatten. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, etwas weiter gefasst, weil der Union-Salon ist ja jetzt irgendwie nicht kein dezidiert anarchistisches Zentrum oder so, aber dezidiert nochmal ja unser Aufbauprozess vor Ort und da nochmal darauf hinweisen, dass das halt ein Jahr jetzt schon überdauert hat und wir in einem total guten Prozess sind, eben dass das Ganze richtig gut angenommen ist von der Nachbarschaft, heute auch wieder richtig viele Leute da gewesen und wir uns auch finanziell, auch dank eurer Unterstützung aus der Community, auf uns auf eine gute Richtung bewegen und wir da schon gut dabei sind, das Ganze hoffentlich auf längere Zeit zu sichern und da sind wir wirklich sehr zufrieden und ja. Wir haben ein riesiges Programm und das Projekt erfährt, denke ich, auch in so einem Kontext von nachbarschaftlichem Aufbau einiges auch an bundesweiter Bedeutung. Ich habe auch erst gestern oder vorgestern mit einem Genossen aus einer anderen Stadt länger telefoniert, die dann bei sich auch einen Aufbau von Nachbarschaftsarbeit machen und so, wie es das ja auch in vielen anderen Städten gibt. Da sind wir auch einfach stolz darauf, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben und dass wir da auch ja, vielleicht ein kleiner Leuchtturm für andere Städte sein können, denke ich. Und eine zweite Nachricht, die ich noch zum Abschluss mitgebracht habe, ist, dass es aktuell eine Besetzung in Frankfurt gibt. Und zwar konkret an der Universität. Ach. Was wirklich sehr spannend ist, weil die Uni in Frankfurt ist ja wirklich noch einer der linkspolitischen Universitäten, die es so gibt, wo man das auch wirklich sehr stark merkt auf dem Campus. Und dort gibt es also so ein ehemaliges Bibliotheksgebäude, so ein sehr großes, was auf diesem Campus steht, was gerade besetzt wird und auch, glaube ich, noch gehalten ist. Also die Besetzung ist immer noch nicht geräumt worden, obwohl es ein sehr großes Polizeiaufgebot ist. Ich glaube, ich gucke nochmal einmal durch, ob ich hier... ist immer noch in Besetzung. Also wenn ihr aus Frankfurt kommt, dann unterstützt das gerne, weil das ist, finde ich, halt wirklich klasse, dass es an der Universität dann aufrechterhalten wird, dass es einen starken linken Einfluss gibt. Und das ist, finde ich, auch generell wichtig, ne? Dass wir da kämpfen, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir zur Uni gehen, wo wir zur Schule gehen, in unseren Vierteln, überall dort, wo wir leben. Und das ist eben auch, was oftmals fehlt bei der heutigen Studentenschaft, ja, dass die Linken dann halt eben nicht mehr richtig an der Uni aktiv sind. Und das finde ich von daher sehr gut und sehr wichtig, da unsere Möglichkeiten, Infrastruktur auszubauen. Ja. Ja, in dem Sinne... Auf jeden Fall, finde ich in vielerlei Hinsicht einfach ein wichtiger Überblick heute. Ja. Danke an alle, die von Anfang an mit dabei waren und heute auch, ja, doch für einen Überblick sehr fleißig mitdiskutiert haben. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Genau, ich glaube, wir holen da unser Süßigkeiten-Essen. Das, ne, von Kanada. Das, ne, ja, aber das ist natürlich auch mal wichtig, dann bisschen was abschalten. Schwierigen und Themen, ja, was
Sanfteres können wir auf jeden Fall dann auch nochmal, werde ich noch ein paar Sachen mitbringen, woran wir dann nochmal ein bisschen über Kanada sprechen können. Ja. Hattet ihr auch lange nicht mehr eine Verkostung von uns, ne? Richtig. Das ist jetzt auch oft genug ausgefallen. So, in dem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die neue Woche und Glück auf. Glück auf.